Hoppala, moinsen. Kommen wir jetzt zurück. So, da sind wir wieder. Mit unserem Heiner. Also, wo waren wir denn? Ach ja, wir haben das hier eingenommen, genau. Ich erinnere mich dunkel. Heiner kann steigen. Dann tun wir das. Ja, wir haben jetzt die Möglichkeit, das hier voll zu machen. Das sollten wir auch tun. Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite, wir sind sehr, sehr schnell gewesen, tatsächlich. Er ist jetzt hier noch hier drin. Er braucht einen Zug, bis er da ist. Wird er wahrscheinlich diesen Zug lang nicht mehr machen. Und dann wird er wahrscheinlich hier runterlaufen. Er ist nämlich auch meistens sehr fix dabei. Wir sollten ihm aber einen kleinen Vorsprung geben. Denn ich möchte mir nicht unbedingt mit seiner Zweitarmee, seiner Garnison und mit seiner fast Full-Stack-Armee anlegen. Das schaffen wir nämlich nicht. Von daher sollten wir auch ein wenig rasten. Sollten wir sowieso. Können wir noch ein, zwei Zombies kriegen. Und uns ein bisschen Zeit kaufen. Auf der anderen Seite wäre es ganz gut, wenn wir auch schon Zombies machen könnten. Von daher, wir machen den ersten Punkt mal hier, den zweiten Punkt mal dahin. Weil kann nicht schaden, wenn wir in dem Kampf den einen oder anderen Zombie holen. World Domination. Ach, er kann das ja auch schon, ne? Er kann ein bisschen Truppen auffüllen und er kann auch Zombies holen. So. Das ist gut. Darkness comes. Was machen wir mit dir? Du kannst direkt mitheilen. Hast ja eh nicht viel. Aber egal. So, Heiner kann noch ein bisschen. Kann sich hier noch was holen. Hier ist, glaube ich, nichts, ne? Alle leer. Und du bist schon dabei. Und das ist der gleiche Pool. So, schauen wir mal. Ja, also er wird sich wahrscheinlich gleich nach Koron bewegen. Und dann wird er sich auf dem Weg zu den Orks machen. Marienburg. Oh. Die watscheln meistens hier ein bisschen hin und her. Und ich glaube, die haben auch Stress mit. Nee, haben sie nicht. Die haben noch gar nichts. Karl Franz, was machst du? Speak, I will hear you now. Be warned, my mood is dark. Der klopft sich mit den. Mit. Wie heißt er nochmal? Mal. Nee. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Und der hat sich mit den Zwergen und mit Kislev angefreundet. Oh, er ist auch schon aufgewacht hier. Come then, messenger. Spit out your words. Er wird sich jetzt gleich aufmachen, den hier angreifen. Von Grom habe ich noch nichts gesehen. Carcassonne auch nicht. Er ist immer noch absolut neutral zu uns. Von dem haben wir nichts zu erwarten. Nichts Gutes und nichts Schlechtes. Ja, denn dann gehen wir einfach mal in den nächsten Turn, wa? Ja. Und schauen mal. So, wie erwartet, er latscht jetzt da lang. Oh, er nimmt den mit. Das ist cool.
Das haben wir uns auch gedacht. Die rennen hier immer hin und her. Und er mustert noch ein bisschen. Frische Leichen erwecken. Wie schön. Tote erheben sich 15%. Lalalala. Geschwindigkeit für Zombies. Das ist gut. Nahkampfabwehr für Zombies oder Heilungsgrenze in der Schlacht. Ja, wir können jetzt quasi beides gebrauchen. Was war denn hier nochmal? Tote erheben sich. Ja, das brauchen wir erst nach der Schlacht. Ich denke, wir wollen erstmal ein bisschen Nahkampfabwehr haben. Dann bleiben die ein bisschen länger stehen. Viel haben sie ja eh nicht, ne? Gott. 6! Dass sie so wenig haben, war mir auch nicht bewusst. Na gut. Also die kriegen also eigentlich, also jeder Schlag sitzt bei denen. Und wenn sie austeilen, sitzt gar nichts. Na gut. Das ist ja schrecklich. So, okay. Wir sind super im Plan. Wir könnten jetzt angreifen. Du hast Verschleiß. Warte mal, dann ist das der Grund, warum er mich immer angreift. Es geht sich gar nicht darum, dass ich durch sein Gebiet laufe. Das habe ich irgendwie falsch interpretiert. Ich sage, ich gebe die Grenze. Es geht darum, dass er Verschleiß kriegt, dass er vampirische Korruption kriegt. Deswegen ist er angepisst. Ist auch egal. Leidiges Thema. Sachamama. Ich möchte ehrlich gesagt noch eine Runde hier stehen bleiben. Tatsächlich. In der Hoffnung, dass er loslatscht. Denn sonst sind die im gleichen Zug alle wieder da. Und das kriegen wir nicht hin. So, die scheinen tatsächlich auf verschiedenen... Hä? Er hat noch nicht rekrutiert. Ist das hier global oder was? Oha. Ich sehe gerade, er hat eigentlich so gut wie gar keine Energie. Er kann das nicht, weil er im Dingsen ist. Ja, dann ist er noch dabei. Gut, dann müssen wir sowieso hier stehen bleiben, weil... Was nutzen uns die Heilsprüche, wenn wir gar keine Winde der Magie haben, ne? Kommen wir überhaupt in einem Zug da an? Oh Gott, das schaffen wir gar nicht. Und bewegen können wir uns jetzt gerade auch nicht, weil wir... Können wir doch. Obwohl wir hier... Das sind gar nicht seine, ich Idiot, ey. Das sind ja die von dem anderen. Ja. Erstmal wach werden. Gut, wir wollen auch nicht so viel Verdacht erwecken, dass wir dahin rennen. Obwohl, das wird ihm wahrscheinlich schon reichen. Allein, dass wir hier vorbeigelaufen sind, das wird der KI schon reichen, dass wir uns hierhin aufmachen. Wir werden sehen. Wir können auch einmal kurz in die Runde gucken. Aus irgendeinem Grund verbessert sich das. Obwohl ich nicht weiß, warum. Warum hat er eigentlich Abneigung gegen uns? Was für eine Abneigung hat er, dass wir... Bow! Mag er das nicht, weil wir Nasen haben, oder? Und er nicht? Oder was ist sein Problem? Egal. Wir bleiben jetzt tatsächlich nochmal eine Runde hier stehen. Dann dürften die auch voll sein, ne? So. Bitte. Lauf nach unten. Ja. Nice. Der zweite auch? Ne, der geht da rein. Okay. Also der Plan geht auf. Gut.
Er latscht jetzt wahrscheinlich runter. Immer noch nicht. Er bleibt da nur stehen. Okay. Okay. Soll uns auch recht sein. Der wird uns noch früh genug ärgern. Der Ork macht jetzt auch langsam. Ja. Wer weiß, was ihm blüht. Okay. Er kommt leider nicht bis dahin. Er auch nicht? Achso, warte mal. Ja. Er auch nicht. Das ist ja scheiße. Na gut. Dann, wo ist die Grenze? Bis wohin können wir gehen? Bis hier. Gut, jetzt ist die Katze aus dem Sack, ne? Die Katze ist aus dem Sack. Gibt's hier irgendwas? Was für eine scheiß Ecke hier. Soon I'll be all powerful. Very tempting. Da du die Hauptarmee bist, kriegst du erstmal auf jeden Fall noch einen und du kriegst aber auch noch einen. So, die Butze bauen wir ein bisschen aus. Und dann, warum können wir den nicht? Haben wir nicht genug Geld? Ach so, die teilen sich ja den Bevölkerungsüberschuss. Das ist es. Gut. Leoncoeur wird seinen Angriff definitiv nicht abbrechen. Kann ich mir nicht vorstellen. Der wird jetzt hier weiter marschieren. Er wird jetzt zurückziehen. Es sei denn, er mustert irgendwas, was länger dauert. Oh, ich wüsste nicht was. Aber selbst das wird er abbrechen, er wird zurückziehen. Und die werden vielleicht noch einen aufstellen. Wow. Das kommt unerwartet. Er nimmt uns einfach mal nicht als Gefahr wahr. Weil wir noch nicht auf seinem Gebiet sind, oder warum? Naja, okay. Er hat es nicht eingenommen. Er hat es nur ausgeraubt? Oh nein. Oh nein, wieso denn das? Fluchfürsten. Wieso kommst du denn jetzt schon zu mir? You dare approach a Lord of the Dowie in such a manner? Alter, wir haben uns sozial in keinster Weise verändert. Wir sind auch genauso auf dem gleichen Stand wie vorher. Und du hast auch, ich habe gar nicht geguckt. Du hast auch mit dem Leon Curse da nichts am Hut. Ja, die vampirische Korruption geht ihm auf den Sack, ne? Aber du hast mit denen hier Krieg. Greif doch erstmal die an. Dolph von... Will ich dich hier reinpacken? Mal ganz kurz überlegen. Will ich dich da reinpacken? Ja, für die Schlacht kann es nicht schaden, ne? Nachher sende ich dich aber auf Reisen. Es sei denn, ich finde noch ein... Es sei denn, ich komme noch eine Benji. Dann schicke ich die auf Reisen. Kommst du an da? Oder? Das gibt's doch nicht. Bring me flesh to craft. Ach, ist doch egal. Hätte ich mir auch sparen können, ne? Wir könnten jetzt direkt hier angreifen. Wir könnten direkt die scheiß Großstadt angreifen. Ja, ich meine hier schon, boah, zwei von den Dingern hat er da stehen. Ne? Wir könnten das versuchen.
Aber es wird nicht funktionieren, denn wir müssen mindestens eine Runde belagern. Und in der Zeit ist er wieder da. In der Zeit ist er wieder da und vertreibt uns. Ah. Auf der anderen Seite, wenn wir hierhin die andere Stadt angreifen, kommt er auch zurück. Es kommt aufs Gleiche bei raus. Wie geht's ihm? Naja, hat ein bisschen gelitten. Nicht allzu viel, aber ein bisschen hat er rein. Ein bisschen Ärger hat er gekriegt. Wie geht's den Ochsen? Die sind auch noch nicht so richtig tot. Das heißt, er muss da nochmal hin. Und kriegt nochmal aufs Maul. Ein bisschen. Der hier ist halb so wild. Lord of Bretonia. Oh, ja. Let us make do. Wir versuchen das. Wir greifen mal sofort die große Stadt an. Darkness comes. Das wäre ideal, wenn wir das hinkriegen. Naja. It will be. Können wir damit eigentlich angreifen? Müsste gehen, ne? Auf geht's! Commit, Minions, commit! Ja, kommt mit, genau. Gut, hier müssen wir definitiv so machen. Everything dies. Everything, genau. Kannst du noch irgendwas? Wow, nehmen wir mit. Er passt ja nicht da rein, ne? Schade! Find me Charnel Pits. Richtig geil wäre es, wenn wir jetzt tatsächlich schon. Naja, natürlich nicht. Natürlich nicht. So, wir werden da nicht reinmarschieren. Definitiv nicht. Wir belagern jetzt hier. Und du. Ah, du bleibst einfach erstmal stehen. So, er wird jetzt definitiv zurückkommen. Er? Keine Ahnung. Eigentlich muss er zurückkommen. Oder macht das jetzt hier zum. Beendet das da. Dann muss er da bleiben. Das wäre optimal. Was ist eigentlich mit euch? Whether chivalrous or not, I will strike you down, scum, if your words displease me. Ja, komm mal runter, ey. Ich hab dir noch was getan. Du hast Ärger mit dem roten irgendwas da. Roten Baron, roten, großen Roten, keine Ahnung. Nee, der große Rote ist, glaube ich, ein Bluttuber. Ja. Wie heißt der Typ? Der rote Herzog, so, siehst du. Ja. Das ist das Gleiche. Gut, nice, dann schauen wir mal, was passiert. Führt er das da hinten zu Ende oder kommen jetzt beide hoch? Ja, ist klar. Okay, er bleibt da unten. So, ihr macht jetzt euren Ausfall. Er hat auch schon ein bisschen Schaden genommen. Er hat so ein paar Bogenschützen, so ein Bauernpack hier und ein paar Landsknechte. Ihr habt zwei Trebuchets. Ein paar Reiters. Bogenschützen. Landsknechte, bla bla bla. Ja. Einmal kurz gucken. Wir haben zum Glück auch ein bisschen Energie, das ist gut. So also typisch nichtssagende Karte. Na gut. Denn. Alle, alle! Der Held kommt sogar nachher. Okay. Mit ein bisschen Glück. Haben wir schon vorher? Ne, haben wir natürlich nicht. Das ist ja erst einer der späteren Punkte. Aber wir können zumindest schon mal ein paar Zombies holen. Und mit unserer Energie, naja, je nachdem wie viel wir jetzt hier gleich kriegen, können wir vielleicht sogar mehr als nur einmal
zombinieren. Elf, naja, gambeln vergesse ich mal, das geht sowieso immer in die Hose. Okay, er wird hier mittig stehen, da machen wir uns gar keine Sorgen. So, euch zwei, euch werde ich auch demnächst mal rausschmeißen. Beziehungsweise die kann der andere haben. Mit Skeletten habe ich nicht allzu viel zu tun, hier fehlt ja einer. Habe ich einmal letztes Mal verloren, so wie könnte ich sehen. Quiet, my skull star. A strange fate. So be it. Du, geh mal weg. So. So be it. Das ist eine ziemlich lange Reihe. Das ist eine ziemlich lange Reihe. So, du bist eh versteckt. Wann kommt er hin? In 2 Minuten. Guck mal hier rein. Möglichst versteckt. So. Heiner, du gehst Heinrich Kemmler. Dahin, du gehst dahin. Wo seid ihr denn? Ihr seid da. Ich möchte euch eigentlich lieber in der Ecke hier haben. Die Hunde! Die Hunde! Die Hunde! Die packen wir auch mal hier hin. Vielleicht können die direkt so ein bisschen Radau machen. Falsche wieder, ne? Okay. Da? Not what I planned. Ja, not what I planned, genau. Alter, dreh dich mal so. Ich hätte gesagt, die sind hier. Nicht, dass die auf die paar Lumpen da warten. Na gut. Dann geht ihr schon mal hier hin. Die Pferde stehen da. Ich weiß nicht genau, die gut da stehen. Wir könnten vielleicht mal hier rüberkommen. Na schön! Wo willst du hin? Wie auch immer. Nicht. Ihr kommt ja bei den Tribugets sowieso nicht an, dann nehmen wir den dann noch. So. Gespensters. Ihr könnt mal in die Richtung latschen. Heiner, geht mal hier in den Wald. Du auch. Wer bist du? Stimmt, du bist ja dahin, dann gehst du mal dahin. So. Wäre schön, wenn ihr da nicht gesehen werdet. Ach ja, dass die da sind, ne? Aha. Nee, nee, da ist wieder so. Ihr Skelettkrieger haben noch nichts zu tun hier. Ihr geht auch dahin, so. Thank you.
nicht. Ah, okay. Master Necromancer. Ihr geht erstmal einfach volle Suppe rein da. Yes. So, müsst ihr erstmal ankommen. Genau, yes. Komm her. Oh, wo ist der Held? Da ist er. Nice, nice. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Du kommst ja gar nicht durch. Egal. Alle sind erstmal beschäftigt. Jeder hat irgendwas. Was ist hier los? So, nix. Heiner, wo bist du? I am Kemmler. Ihr seid ja auch nicht gerade so schnell, ne? Komm, bewegt euch mal. Hier ist mal da oben hin. Obwohl, ne, warte. Ha, das ist die Möglichkeit. Können wir hier rein? Komm, latsch da einfach vorbei. Und jetzt hier. Ihr tobt mal ganz kurz hier durch die Pfeile, komm. Den Spaß müssen wir uns geben. Ja. Ihr seht schon, wo das hinführt, ne? Zack, einmal hier durch, einmal da durch. Ihr geht mal kurz hier rein, das muss alles sein. Heiner, bist du da? Gut. Legions to me. Los geht's. Kopf schon. Nice. So. Bogenschütze haben die Schnauze voll. Jetzt schon. Wir springen noch mal kurz hier rein. Komm, die sind gerade so schön hier alle aufgekettet hier. Ja, ihr braucht noch einen Tag. Gut. Geh mal da lang. Atrophy. Decay. Naja, schlecht geht's euch ja noch alle gar nicht, ne? Ja, euch so ein bisschen. Necromancer. Kommen die nochmal wieder? Die sind gebrochen, die werden wahrscheinlich. Ja, bleib mal dran da. Pferdchen. Einmal hier hin. Durch die Nummer durch da. Wo ist der Held? Der ist cool, der ist gar nicht so weit weg. Kann sich mit ihm hier kämpfen. Ups. Machen wir mal hin zu dir gleich aus. Wo ist er? Alter. Da ist er! Blöder Penner. Oh, er will zu mir. I am the Lichmaster. Watch. Bleib mal hier stehen. Das ist nervig. Bleib mal hier rein. The living will join us. Now. Komm. Komm her. Dann wird es ein bisschen unübersichtlich. Ich konnte einmal kurz da reinchargen, bitte. Grell, komm mal da raus. Du brauchst dich hier nicht mit irgendwelchen Fußpack hier kloppen. Ja, will er ja auch. Aber komm. Ich glaube, jetzt haben wir diese Nummer hier auch langsam im Sack. Ne? Los, Grell. Jetzt einen kleinen grünen Männchen sehe ich ihn nicht mehr. Ach so, ich glaube, er zimmert gerade schon zu hier. Very well. Very well.
Heinrich Kemmler. Was? Nicht flüchten. Wir haben doch alles angefangen, Mann. Mach doch bitte mal diese komischen Geräte hier kaputt. Ja? Lass den Typen nicht entwischen. Ich will, dass der hier... Destruction! Ganz genau. Komm, heute im Helm können wir es vielleicht mal sehen. Oh, Krell, du bist auch irgendwie ein bisschen farbenblind oder so. Komm, der steht direkt vor dir jetzt. Hau doch einfach zu. Oh mein Gott. Jetzt bitte. Alter, er trifft alles, nur nicht ihn. Okay. Ich ahnte es schon. Oh, aber er rennt wenigstens hinterher. Das muss man ihm mal lassen. So, komm. Schnappt euch nochmal irgendwen hier, wenn ihr das schafft. Wo sind die Köter? Habe ich noch Köter? Boah, ist so voll hier. Ne, die Hunde haben, glaube ich, gelitten, ne? Die habe ich auch gegen die Kavallerie gejagt, damit die ein bisschen beschäftigt ist und bei uns nicht reinchargen kann. Da, ja, sterben die dann halt, ne? Heiner, tu mal ein bisschen heilen. Falsch. Huch. So, hier ein bisschen heilen. Hallo? Wieso ist das Spiel passiert? Ach so, okay. Kriegt ihr den Typen noch da? Ja, ihr habt ihn, das ist schön. Necromancer. Auch ein bisschen heilen. Ja, mach doch einfach dahin. Heute ist auch nicht so geil, ne? Guck mal her. Master Necromancer. Oh, du kannst auch schon heilen. Das ist noch eine andere Zeit. Gespenster ist hier, die sollten wir möglichst wieder. Still my beating heart. Oh, wir haben keinen Mana mehr, wollte ich gerade sagen. Na gut, dann mache ich mal Klatz. Fertig hier. Schön. Das war der Ausfall. Wahrscheinlich haben wir die Stadt noch nicht erobert. Aber das dürfen wir jetzt im zweiten Schritt hinkriegen. Mal sehen, ob die Hunde wieder aufstehen. Das wäre nice. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, ne? Jetzt lad mal da, bitte, bitte, bitte. Fertig. Wozu hat man denn die ganzen schnellen Festplatten und das ganze teure Gedöns, wenn das hier ewig dauert? Aber ich muss auch sagen, Warhammer ist aber auch irgendwie so speziell, ne? Also, wenn man dieses Spiel spielt, dann denkt man immer, boah, was muss ich für eine beschissene Hardware haben. Aber das ist gar nicht so. Ich meine, meine Hardware ist jetzt nicht die teuerste und die allergeilste, aber sie ist definitiv nicht schlecht. Und aber dieses Spiel ist ja auch so ressourcenhungrig. Guck mal da, einer von den Hunden steht wieder auf. So, Helene hat die Fresse dick hier. Die Marienburger, die machen das, was sie immer tun, hin und her laufen. Okay, der Zwerg läuft jetzt zurück. Er wollte mir nur ein bisschen Angst machen. Okay.
sich mit seiner imposanten Größe da in den Weg stellen. Chance auf magische Gegenstände, Führerschaft gegen Menschen und Alain de Jongleur jongliert nicht mehr. Physische Resistenzen, Stab der Verdammnis, die Ochse sind Geschichte. Und endlich Nahkampfabwehr. Endlich! Endlich nicht mehr 6 oder 7. So, Bande des Fleisches, ja. Tote erheben sich. Ganz ehrlich, brauchen wir noch nicht. Weil das machen wir ja nur, weil wir wollen natürlich die Ghule, aber hauptsächlich die Gespenster pushen. Aber Gespenster kriegen wir noch lange nicht. Wir müssen erstmal irgend so ein ehemaliges Schlachtfeld finden. Da haben wir dann die Chance irgendwo, dass da auch Gespenster rumtoben, aber vielleicht hier so. Hier ist irgendwas. Da könnte man ein Gespenst kriegen, aber auch nur eins. Destroy them. Mhm. Kommen wir da jetzt rein? Das ist immer noch eine vernichtende Niederlage. Das ist ja unfassbar. Dann ist das so. Okay, Robert. Nee, Rambert. Rambert heißt der Typ, alles klar. Nee, Quatsch. Rambert kriegt noch 3 Zombioniten hier. So. Willst du auch einen Köter? Nö, aber Heiner kann sich seinen Köter zurückholen, ne? Das ist das Witzige. Selbst während der Belagerung kann er sich Viecher holen. Das ist so übel. Das ist so übel. Jo, Magie geht ab hier, wie nichts Gutes. Und der gute alte Rambert. Ne, du bist nicht Rambert. Du bist Joss. Ihr habt komische Namen. Ihr habt sehr seltsame Namen. Jo. Ja, der Herrscher der Toten ist nicht verkehrt, weil erstens, gut, zweimal mehr Toter weg ist erstmal egal, wir haben nicht so viel Magie. Aber die Reichweite, ne? Die Reichweite plus 200% ist krass. Ach so, und natürlich die Regeneration. Ich vergaß. Ja, her damit. Heiner ist noch nicht so weit. Der ist aber gleich wieder dran. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel Zeit schon vergangen ist. Ich glaube, ich habe die Uhr mal wieder vergessen anzumachen. Also, ich verspreche euch, im Laufe dieses Let's Plays werde ich es irgendwann, ich meine, wir vergessen jetzt mal hier die Endziele dieser Schlacht. Mein Endziel ist es, dass ich irgendwann mal eine Folge produziere, die tatsächlich 30 Minuten nicht überschreitet. Wenn ich das hinkriege, bin ich durch und raus und fertig mit YouTube. So. Aber das wird nicht passieren. Egal, ich wünsche euch noch einen schönen, was weiß ich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.